Lehnen Sie sich zurück und wir begrüßen hier an erster Stelle unseren heutigen Schiedsrichter Holger Trefzer. Wünschen ihm gutes Gelingen, die richtigen Pfiffe zur richtigen Zeit, wenn er überhaupt pfeifen muss, und das nötige Fingerspitzengefühl, denn die Kompetenz ist Franzis Gnädinger. Jedes Mal kommt er da durch. Ja. Boah. Oh. Stark. Schick. Von dem Rücken. Einer vor, einer vor. Thomas. Spielstand und Endspielstand 5:3 für den FC-Siegel 08. Zum Heimspiel gegen FV Lörrach-Bombach 5:3
Erste Halbzeit fand ich, war souverän, gut rausgespielt, schön zusammengespielt, auch präsent auf dem Platz gewesen. Eigentlich auch verdient 3-0 geführt. Zweite Halbzeit, muss man dazu sagen, denke ich mal, aufgrund der Führung von 3-0 haben wir es halt ein bisschen nicht so ernst genommen, wie man es eigentlich hätte auch ernsthaft runterspielen können. Das, ja, vielleicht ist auch dem geschuldet, dass am Donnerstag eigentlich ein wichtiges Spiel auf uns wartet, Pokalspiel oder Pokalfinale in Herzingen. Ich denke, die Jungs freuen sich alle drauf und jetzt haben wir gewonnen, 5-3, wir nehmen es mit, wie es ist und dann ja, hoffen wir auf den Sieg am Donnerstag. Danke. Ja, servus zusammen. Erste Halbzeit war nicht gut für uns. Da sind wir wieder raus, das Spielsystem, das am Anfang nicht passt hat. Unser 3-5-2 nicht so passt gegen Danny in die Dreierkette. Das war besser von Danny gespielt einfach. Folgedessen halt auch 3 Gegentore gekriegt. Beziehungsweise wir haben auch dann noch schon umgestellt das 4-1-4-1. Aber in einfach zu große Abstände im Zentrum, also Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Und folgedessen auch verdient verloren. Dann zweite Halbzeit haben wir uns eigentlich das alles vorgenommen, offensiv spielen, richtig Pressing machen, alle zusammen. Und wie gesagt, wir sind noch unten in der Kreisliga A, aber ja, wir haben uns so in der zweiten Halbzeit richtig gut präsentiert, wo einfach drauf aufbaut auf Mittwoch.